Ah, da sind wir. Guten Abend, meine Damen und Herren, sind wir von der FFS, Freiwillige Feuerwehr Sur. Und wir haben heute den ganzen Nachmittag hier in der Bärenmatt. Entschuldigung, geschwind. Hugentobler, wir sind immer das Zweite. Hugentobler! Ja, so, voilà. Ja, Entschuldigung, sehr schön. Entschuldigung. Hallo. Und wir haben heute den ganzen Nachmittag hier in der Bärenmatt verbracht, damit im Falle eines Feuers auch diejenigen auf den billigen Plätzen. Genau. Und das sind ja alle. Das, dass alle rechtzeitig verlassen können. Aus diesem Grund haben wir unter jedem dritten Stuhl einen Feuerlöscher anbringen lassen. Genau. Könntest du schnell mit einem Griff unter Ihren Stuhl kontrollieren, ob das bei Ihnen der Fall ist? Bitte alle schnell kontrollieren, ob es ein Feuerlöscher ist. Bitte alle schnell kontrollieren. Bei all denen, das jetzt nicht der Fall ist, die sollen bitte den Saal sofort verlassen. Ja. Es sind keine sicheren Plätze, genau, wir wissen. Genau. Spannend ist natürlich gerade zu der Anwendung von diesen Feuerlöschern. Darf ich? Nur ganz kurz. Ja. Nur ganz hösch. Ein kleiner Einschub meinerseits. Ja. Nur ganz hösch. Und zwar zum Thema Feuerlöscher. Zwei, drei Worte nur. Es ist nämlich noch interessant, ja, wie das funktioniert mit diesen Feuerlöschern. Da hat es ja innen drin einen Schaum. Da ist ein Schaum innen drin. Dieser Schaum, das ist ganz verrückt. Dieser Schaum, das ist ja eine chemische Zusammensetzung. Ja, das ist eine chemische Zusammensetzung. Ich bin nicht ganz sicher, woraus der besteht. Ich glaube, der Schaum basiert auf einer kongolesischen Schwarzsäurebasis. Ja, ich habe das studiert. Das ist ganz verrückt. Wenn dieser Schaum auf Feuer trifft, ja, also hier wäre das Feuer, ja, also brutzel, ja. Jetzt, wenn die beiden aufeinander treffen, ja, dann gibt es eine Reaktion, ja, eine Löschreaktion. Ja. Das ist ganz verrückt. Während dieses Vermischens von Schaum und Feuer werden die chemischen Partikel des Feuers, das ist nicht so wichtig. Bitte, Chef. Aus Sicherheitsgründen haben wir unter jedem vierten Stuhl einen Schwimmwäscher anbringen lassen. Genau. Ja, im Falle eines Feuers würden wir ihn löschen und es würde eine Hochwassersituation entstehen. Automatisch kommen auch 5 geile Gummibobben von der Decke oben runter und die Sprenkelanlage wird aktiviert. Genau. Natürlich ist es spannend für Raucher, zum Wissen, bereits Rauch von einer Zigarette genügt. Nur ganz schnell zu dieser Sprenkelanlage, ja, die ja automatisch aktiviert wird. Ja. Das ist spannend. Diese Sprenkeldüsen, Sie kennen das vielleicht noch von zu Hause aus dem Garten? Ja, diese. Ja, es ist ein ganz ähnliches System. Ja. Das Interessante ist, ich bin gleich so weit, ja. Das Interessante ist, da auf diesen Düsen herrscht ja ein ungeheurer Wasserdruck. Ja, da herrscht ein ungeheurer Wasserdruck. Ja. Damit sich das Wasser optimal teilen kann beim Aussprühen. Ja. Das ist verrückt. Da braucht es ja im Wasser drin, braucht es, Achtung, Moleküle. Ja. Die Moleküle sind es, die dafür sorgen, dass beim Ausströmen des Wassers. Auch das ist nicht so wichtig. Bitte, Chef. Dann würde ich sagen, falls ein Gummiboot zum Einsatz würde kommen, Frauen und Kinder zuerst im Boot. Ich meine, das gehört sich, das ist auch richtig, so sind wir erzogen worden. Nein, die Sicherheitsemanzipation. Richtig, du sagst, wir sind ja bei der FFS mitgegangen mit der Sicherheitsemanzipation. Das bedeutet so viel, dass ab sofort gern auch ängstliche Männer, sprich Memmene, parallel mit Frauen und Kindern in die Boote können einsteigen. Genau. Feuer und Wasser abgeschlossen. Wir kommen jetzt unter praktischen Übungen, wo wir miteinander anschauen, wie wir im Privatleben richtig auf eine Verletzung bzw. auf eine bewusstlose Person reagieren müssen. Genau. Für uns zwei ist das quasi eine Hauptübung vom Samstag Nachmittag. Ja. Einfach ohne Alkohol. Hey. Ja. Einfach ohne Alkohol.
Ich werde da vorne die verletzte Person markieren und der Hugo Doppler wird auf mich reagieren. Genau. Du kannst jetzt abgehen, Hugi. Hey, was? Kannst du hinterher gehen? Also ich wüsste von nichts. Ja, du tust den gleich, wenn du willst. Wir haben es geübt, okay, ganz okay. Also ich wüsste von nichts. Hey? Dann gehe ich jetzt nach hinten. Ja, kein Problem. So. Und wir tun da vorne bei Samstag Nachmittagsstimmung aufbringen. Bei uns wartet nämlich immer am Samstag Nachmittag bei der Hauptübung Vater Lorenz mit Blaulicht und sie reden bei uns hin, hin und her. Ja, damit wir das Gefühl haben, sie sind ein Ernstfall. Das müssen wir jetzt nachstellen, das ist recht wichtig für uns. Jetzt fangen wir hier an, ganz leise mit Deuta. Deuta, wie das sich von weitem kurz fahren, oder? Dann wird denn das in der Mitte hier Leute, weil der Kaiber so nah ist, dass es nachher die Leute dort, dann wird es leise, ganz leise, bis der Tür wieder ist schon klar, oder? Fangen wir mal an mit Deuta, Deuta, Deuta. Ja, jetzt ist es schon ein Hund zu Schwein oben, oder? Keine Ahnung, wo das ist, aber es tönt so doof. Ich bin jetzt so die bewusstlose Person und die schreit draussen bis Furio, Furio, damit der da hinten meint, das brennt. Also komm, Furio! Furio! Ja, komm, wir wollen es hier! Furio! Furio! Ja. Oh, 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 oh. Ich bin schon eingetroffen, ja. Keine Panik, ja. Keine Panik, ja. Ganz ruhig. Keine Panik, ich bin schon eingetroffen, ja. Ich werde als allererstes jetzt die Situation abchecken, ja. Ich stelle mir als erstes die Frage, ist irgendwo Feuer in Sicht? Ich schaue schnell umher. Prima, kein Feuer in Sicht. Schon mal gut. Zweite Frage. Genau, zweite Frage. Gibt es irgendwo Verletzte? Ich schaue wieder schnell. Prima, keine Verletzten. Sehr schön. Ich weiß. Oh! Oh, mein Chef liegt hier. Oh, dem helfe ich! Ist ja klar! Schnell, ich greife ein! Oh. Hoppla! Ich helfe! Was muss ich jetzt machen? Sofortmaßnahmen. Ich gehe schnurstracks zu den Sofortmassagen. Au! Sofort Massnahmen heisst es, das gehört ganz anders. Massnahmen. Danke, Herr Bewusstloser. Ich meine natürlich die sofort Massnahme, liebe Zuschauer. Das ist verreckt. Die sofort Massnahme, die kann man sich ja tipptopp merken mit dieser Eselsbrücke Uschi. Ja? Hey, Gabi, du Doppel. Also ich meine natürlich Gabi, du Tubel. wir wissen natürlich, Gabi ist ein bisschen veraltet, ja. Aber wir bei der FFS, wir brauchen das immer noch gerne, ja. Bei Gabi ist ja das Verreckte, ja. Da kann man ja jetzt einfach die Buchstaben von Gabi, ja. Also Gabi, ja. Die kann man jetzt brauchen für die Sicherheitsfragen. Ja? Ich werde Ihnen das Hösch demonstrieren. Ja? Okay, also hier der Unfallort, bewusstlose Person, alles stimmt. Ja, okay. Der Gabi-Check. Gabi, geh ab. G. G steht für gibt er Antwort! Hallo, Sie! Sie, sind Sie auch zufrieden mit unserem welschen Pony als Bundespräsidentin? Scheiße, keine Antwort! Schnell weiter im Gabi-Check. Gabi. Ja. A. A steht für
A steht für antwortet er. Zack, da bin ich wieder. Achtung, Frage. Hatten Sie auch schon mal einen Feuerwehreinsatz in Spreudebachmann? Warum lachen Sie? Sie sind bewusstlos. Du bist ein geiles Siech, Mann. Sie ist wirklich ein Doppel, hä? Wahnsinn. Schnauze! Bitte, die Situation ist ernst, ja? Wo waren wir? Ah ja, Scheiße, wieder keine Antwort. Jetzt werde ich langsam nervös. Schnell weiter. Gabi. Beantwortet er meine Fragen? Hallo, schön sind Sie auch noch da. Achtung, Frage. Entschuldigung. Sie bitte, wir sind da vorne am Schaffen. Achtung. Haben Sie auch vorbeugend der Vogelgrippe Ihre WC-Ente erschossen? Scheiße, wieder keine Antwort. Schnell mal, Gabi. Ist er imstande zu antworten? Jetzt fällt mir keine Frage mehr ein. Hat mir jemand eine? Schnell, sonst stirbt er mir weg da. Was könnte ich ihn fragen? Brauche irgendeine Frage? Ob er auch von Spreitenbach kommt? Merci, Pimp, Mann. Sie, der Pimp will wissen. Ob Sie auch von Spreudebach sind, Mann. Scheiße. Viermal keine Hand. Ich gehe davon aus, Gabi ist tot.